Olli Schick, wir stehen hier an der Alster in Hamburg. Heute sind nur ein paar kleine Bötchen, ein paar Segelboote zu sehen. Es ist Anfang Juli. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir dieses Jahr noch große Triathlonmassen hier draußen sehen werden? Ja, aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich. Wir mussten ja den Juli-Termin jetzt auf den September schieben mit dem World Triathlon. Und den Ironman in den Ende August schieben mit dem 29. Aber ja, Stand heute finden die statt. Das hat auch gerade der Senator bei der Verkündung der WM 23 nochmal gesagt. Und wir arbeiten dann voll drauf hin und haben ganz, ganz viele Szenarien in der Tasche, um uns dann auf ständig wechselnde Ideen und Vorgaben irgendwie einzustellen. Aber das beweisen wir als Ironman weltweit und das werden wir auch hier hinkriegen. Was wird denn anders dieses Jahr? Was betrifft die Teilnehmerfelder? Werden wir so große Teilnehmerfelder sehen wie sonst in den Jahren auch oder wird das alles ein bisschen kleiner, ein bisschen beschaulicher? Gut, wir haben jetzt durch die Verschiebung natürlich erstmal einen kleinen Aderlass. Das heißt, Teilnehmer verschieben sich auf nächstes Jahr, Teilnehmer kriegen Voucher, kriegen irgendwelche anderen Optionen, die wir anbieten. Da sind wir ganz gut. Was schon mal per se dazu führt, dass das Teilnehmerfeld sich leicht ausdünnt. So, jetzt machen wir sowohl beim Ironman als auch beim World Triathlon die Anmeldung wieder auf. Das klappt auch schon, aber ich gehe heute nicht davon aus, dass wir bei beiden Veranstaltungen die volle Teilnehmerzahl haben werden. Und ja, das ist irgendwo auch gut so, weil ich denke mal, das passt in die Zeit. Und uns ist es extrem wichtig, dass wir dieses Jahr Events stattfinden haben. So, da gibt es ein paar Fragezeichen. Zuschauer, wie viel und wie, das kann ich heute nicht beantworten. Da haben wir viele Konzepte von alles egal bis hin zu gar keine Zuschauer. Irgendwo dazwischen wird es sich finden, da bin ich mir relativ sicher. Dann ist natürlich das Thema des Umgangs des Athleten. Und da haben wir auch viele Konzepte. Also gerade beim World Triathlon haben wir beispielsweise zum ersten Mal einen Rolling Start. Bedeutet, wir haben eben nicht mehr diese Startfelder, die dann vorher sich alle eng trennen und dann irgendwie nebeneinander den Wasserstart machen, sondern wir werden, wie schon länger bei den Ironman-Events geübt, ja in sekundenweise die Starter an der Perlenkette aufgereiht ins Wasser lassen, was da schon mal dazu führt, dass wir sicherlich gar nicht erst diese Pulks haben. Dann ist Triathlon eine Einzelsportart. Das ist das Schöne daran, das heißt, wir ermutigen unsere Teilnehmer ja sowieso nicht irgendwie eng aufeinander zu fahren und beim Laufen hat sich das dann schon auseinandergezogen. Also von daher habe ich da heute keine Sorgen. Und dann haben wir noch so ein paar neuralgische Punkte natürlich bearbeitet. Also beispielsweise beim Check-in, jetzt bei unseren Events, ist es ja normalerweise immer so, dass so irgendwie Samstagmittag oder Freitagmittag dann auf einmal das große Pull kommt. Das werden wir dieses Jahr vermeiden. Das heißt, wir werden klare, definierte Check-in-Zeiten haben, sodass eben auch da klar ist, dass wir den Ansturm der Athleten immer so halten, dass die Abstandsregeln gewahrt werden können und viele kleine andere Maßnahmen. Was natürlich Langstreckler besonders interessiert und betrifft, immer sind die Abstandsregeln beim Radfahren. Jetzt gibt es in diesem Jahr in Hamburg 3 Radrunden und das ohne das Highlight, ohne die Kühlbrandbrücke. Geht das auf? Ja, wir werden aber auch mindestens ein Drittel weniger Teilnehmer haben. Von daher ist die Mathe einigermaßen beisammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch das hat aber natürlich Gründe. Das heißt, man muss, und das betrifft uns auch wieder europaweit, weltweit, wir müssen als Veranstalter dieses Jahr der Situation gerecht werden. Wir müssen die Ordnungskräfte, wir müssen die Polizei, wir müssen alle dahingehend so wenig belasten, so schonen, dass es dann tatsächlich am Ende des Tages genehmigungsfähig ist. Ja, von daher gibt es da vielleicht die einen oder anderen Wermutstropfen, aber ich denke, wir sind alle bereit, alle Athleten sind bereit, so einen Tropfen dafür zu schlucken, dass man da tatsächlich ein Event hat, weil das wollen wir alle. Ja, das wollen wir alle, das wollen wir nicht nur hier. Du sprichst ja nicht nur für Hamburg, sondern für ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie sieht es denn aus in Frankfurt? Luxemburg nicht vergessen. Luxemburg auch noch, ja. Wir haben ja gehört, Kraichgau findet dieses Jahr nicht statt, aber wir haben noch 2 weitere andere Events erstmal in Deutschland stehen auf dem Terminkalender. 1 parallel zu Hamburg in Duisburg und 2 Wochen vorher schon den Ironman in Frankfurt. Genau, also Frankfurt und Duisburg sind eigentlich aus meiner Sicht gleich bis ähnlich wie Hamburg. Wir haben in Deutschland ja die Situation mit den föderalen Rechten, dass jetzt nicht immer zwingend alles über den gleichen Kamm geschert wird, aber wir sind überall in guten Gesprächen. Frankfurt kommt relativ früh jetzt mit dem 15. August, aber auch da bin ich Stand heute sehr positiv, dass wir es hinkriegen. Auch da werden wir vorsichtig nochmal die Anmeldung öffnen, weil wir natürlich auch da genau die gleiche Situation hatten. Auch da werden wir deutlich weniger Teilnehmer haben eine veränderte Radstrecke, was auch dazu führen wird, dass wir am Ende des Tages die Durchführbarkeit aus meiner Sicht gewährleisten können. Aber ich kann mir die Genehmigung nicht selbst geben. Aber wir arbeiten daran und machen auch gerade keine
Gefangenen. Also wir arbeiten so, als was passiert. Es wird alles geplant, es wird alles gemacht, sodass wir am Ende des Tages dann auch umsetzen können, weil sonst klappt das nicht. Also wenn ich jetzt irgendwann 2 Wochen vorher mir dann erst Gedanken drüber mache, über Genehmigungsverfahren und irgendwelche Dienstleister, dann habe ich kein Event am 15. August. Apropos veränderte Radstrecken und Genehmigungen. In Duisburg wartet man ja als Teilnehmer immer noch so ein bisschen, wo fahren wir eigentlich lang? Gibt es da schon Neuigkeiten? Ja, also wir hatten in Duisburg hatten wir jetzt längere Zeit die Situation, dass es auch nicht ganz von der Auslegung klar war, ist der Termin überhaupt haltbar, müssen wir vielleicht noch verschieben, auch da Radstrecke, da sind wir mittlerweile auf einem 2-Runden-Konzept auch mit 2x45 Kilometern und werden auch da, weil wir selbst wenn das Event sich nicht verschoben hat, die Leute ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht gezwungen hatten, in dem Event zu bleiben, auch da werden wir ein paar Teilnehmer weniger haben und werden da jetzt, ich müsste jetzt echt lügen, aber wir werden in den nächsten Tagen mit der Kommunikation rausgehen, die sowohl, ich sag mal, den Zeitpunkt, das Datum nochmal confirmed, aber dann auch eine Strecke vorstellt. Wunderbar, da freuen sich viele drauf. Der Grund, warum wir heute stehen, ist aber nicht der August oder September 2021, sondern der Sommer 2023. Die WM kommt zurück nach Hamburg. Was bedeutet das für euch? Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich 2007 auch dabei war, du auch, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist natürlich dann schon nochmal eine Schippe drauf. Ne? Also da hat man jetzt die Profirennen, die finde ich super, das ist für die Politik wichtig und das ist für die Medien wichtig und macht einen stolz und froh. Und wenn wir dann Glück haben und haben nochmal irgendwie einen Adäquat zu Daniel Unger und haben irgendeinen deutschen Weltmeister oder eine deutsche Weltmeisterin oder ein Team hier zu feiern, dann würden wir uns extrem freuen. Es ist aber halt auch eben auch ein Weltmeisterschaftsfest für die Age-Grouper, für die Altersklassenathleten. Weil da hat man halt, und das finde ich immer den großen Unterschied, da kürt man halt auch Weltmeister in den Altersklassen, was am Ende des Tages dann diese gesamte Veranstaltung und die Wahrnehmung der Veranstaltung, wenn ich dann, ne, ich habe das ja ein paar Mal weltweit schon erlebt, wenn man dann nachher 700 Athleten da hat aus England, die alle in ihren Nationalfarben rumlaufen, das ist schon nochmal was anderes, wie das, was wir davor und danach mit einem normalen Event hatten und dann wieder haben werden. Wir werden aber auch, und das ist ganz wichtig, dass ich das hier sage, eine Lösung finden, dass auch das normale, reguläre Jedermann-Rennen, wie wir es kennen, auch weiterhin in 2023 in der Stadt stattfinden wird. Ja, und für die Engländer, denen können wir nur sagen, diesmal haben wir Heimspiel, da rocken wir das. Mein Segen haben wir. Vielleicht mache ich sogar mal mit. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren konnte ein Kollege von mir sich sogar mal qualifizieren. Ich kann ein bisschen mich noch älter machen, dann klappt es vielleicht. Alles klar. Viel Erfolg dafür, für Sportliche und vor allen Dingen auch für die Ausrichtung. Vielen Dank, Oliver Schick. Gerne. Dankeschön.